Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Mein Name ist Sauberzi, herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, ich weiß nicht, ob man es noch hört, so richtig gut geht es immer noch nicht irgendwie. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht verschleppe. Also heute schnell News drehen und dann wieder entspannen. Ja, nichtsdestotrotz, jede Menge interessante Informationen, wie jede Woche eigentlich. Und deswegen fangen wir auch gleich an. Captain Helge zieht aufs Land. So heißt ja dieses Kinderprojekt, was der Ferdi Dörnberg damit jede Menge Musikern zusammen gemacht hat. Jetzt gibt's die ersten Hörproben zu dieser CD auf YouTube. Ich habe euch die mal unten verlinkt, damit ihr mal reinhören könnt, wie sich Kindermusik und Rockmusik so vereinen können. Lang haben wir warten müssen und lang war nicht klar, wie es denn mit den wilden Jungs so weitergeht. Dann kam im Herbst ja endlich ein Lebenszeichen, auch wenn das ein Grabstein war. Nichtsdestotrotz, jetzt gibt es Nachrichten und zwar wird es ein neues Album geben. Unbesiegt heißt es, erscheint am 26.05. und dazu wird es auch im Herbst eine Tour geben. Die Tourtermine und Orte sind schon bekannt, laufen hier neben mir durchs Bild und alle Informationen natürlich unten und wir sind gespannt, wann es denn die ersten Klänge zum Anhören gibt. Ja, auch Formlos sind im Studio. Die haben einen Bericht aus dem Studio geschrieben mit ein paar Fotos und ein paar Zeilen dazu. Den Bericht habe ich euch unten mal verlinkt und dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen. Auf zwei Aktionen möchte ich euch diese Woche aufmerksam machen. Zum einen hat Badly fast auf alles in ihrem Shop 50% oder bis zu 50% Rabatt. Das heißt, es gibt da T-Shirts für unter 15 Euro zu kaufen. Also falls ihr schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habt, jetzt ist der richtige Moment. Die machen offenbar gerade ihre Lager leer. Und Enorm, die machen ihre Wir bringen das Paket 2.0. Das heißt, wenn ihr in dem Aktionszeitraum, den ihr hier rechts eingeblendet, seht, was bestellt, dann besteht die große Möglichkeit, dass Markus von Enorm euch dieses Paket höchstpersönlich überbringen wird. Alle Informationen zu beiden Aktionen und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Doppeljubiläum gibt es zu feiern. Ja, einmal werden wir ja dieses Jahr 10 Jahre alt. Da erwarten euch dieses Jahr noch ganz viele Specials und Grüße und was es sonst noch so alles gibt. Wer sich ans 5 Jahre AGF Radio erinnert, der weiß, dass das auch damals phänomenal war. Und die 20. Online-Rocknacht steht ins Haus. Ja, also wir feiern doppelt und das soll sich für euch natürlich auch lohnen. Also es gibt wieder Gewinnspiele, Specials und 63 Stunden Moderation vom 3.3. bis zum 5.3. Wir freuen uns sehr auf euch. Ja, Zuwachs bei Metal Spießer. Metal Hospital sind jetzt bei denen unter Vertrag und damit ja, freuen wir uns auf bestimmt neue Musik und neue Unterstützung durch Metal Spießer. Und hier habe ich eine kleine Überleitung. Nämlich zur Band Sündflut. Die haben pünktlich kurz vor dem Album-Release nochmal ein Video rausgehauen. Das heißt, danke dafür, läuft neben mir ab und ist unten verlinkt. Noch ein neues Video gibt es von Explizit. Es handelt sich dabei um Live-Video, läuft auch hier neben mir ab und ist ebenfalls unten verlinkt. Und dann habe ich noch einen kleinen Anspieltipp für euch. Artefakt, noch relativ unbekannt. Die haben auch ihr erstes Video rausgehauen. Die arbeiten gerade an ihrem Debütalbum. Ist in Anführungsstrichen nur ein Lyrikvideo, aber ihr könnt ja trotzdem mal reinhören und vielleicht gefällt es ja dem ein oder anderen. Festivalbestätigung gab es diese Woche nochmal. Die G&D wurde fertig bestätigt. Das heißt, da steht jetzt das finale Line-Up. Ich habe irgendwie ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe nur gesehen, Stahlzeit ist mit dazu gekommen. Martino Senzao wird auch auf der G&D sein dieses Jahr. Und noch ein paar andere, aber da habe ich ein bisschen den Überblick verloren, was schon bestätigt wurde und was nicht. Auf jeden Fall steht das komplette Line-Up von der G&D. Auf der Ehrlich und Laut wurden vier Keen, Unantastbar und Eizbrand bestätigt. Auf dem Waldpogo wurden Sündflut und Herzlos bestätigt. Und auch das Gotsche-Fest ist jetzt fertig. Da sind noch mit dazugekommen die Headlines und Berserker. Außerdem gibt es dort jetzt die Camping-Tickets und die Wohnwagen-Tickets und Ticket-Bundles und
Überhaupt könnt ihr jetzt alles bestellen im Shop vom Gotsche Festival. Termine gibt es nächste Woche gar nicht so viele. Kerbholz sind mit ihrer Tour fertig. Da kommen dann bloß noch ein paar vereinzelte Tourkonzerte dieses Jahr hinzu. Aber am 24.02. sind Leitbild in Darmstadt, Sinnflut mit jeder Menge Bands in Reutlingen und die Elbrebellen sind in Werder. Und damit möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zugucken. Falls ja, dürft ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nein, dann halt nicht. Ansonsten ist da oben der Abo-Knopf. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Sauberzi.